Das ist noch wackeliger. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat doch funktioniert. Ja, doch. Moin Leute, ich habe mir ganz besonderes Schuhwerk besorgt. Schaut mal, könnt ihr euch dabei vielleicht was denken? Richtig, wir sind heute auf dem Voltihof. Ich freue mich mega. Ich habe früher schon mal voltigiert, aber nun schon seit Jahren nicht mehr. Und deswegen bin ich mega gespannt, wie es heute so klappt. Beim Voltigieren werden Turnübungen auf dem Pferd gemacht. Das Pferd wird dabei an einer Longe, also einer langen Leine, im Kreis geführt. Vorsicht. Prima. Du bist ja brav. Hallöchen. Hi. Na, wer bist du denn? Hallöchen. Hi, ich bin Alena. Hi, ja, wir hatten geschrieben, ne? Ja. Genau. Und das ist Nena. Ja, sehr cool. Schön, dass du heute da bist. Ist das auch ein Voltipferd? Genau. Nena ist jetzt unser Anfängerpferd, dann ist sie nicht ganz so groß. Ja. Aber ansonsten starke Beine, einen starken Rücken. Und das muss natürlich ein mutiges Pferd sein und ein selbstbewusstes Pferd. Und neugierig. Genau, und die sind dann perfekt geeignet. Okay, dann würden wir mal mit dem Putzen beginnen. Mhm. Da kennst du dich ja sicherlich aus. Ja. Nimm dir einfach eine Bürste. Ja. Ja, dann können wir sie ja auch schon aufsatteln. So, dann braucht man natürlich eine Trense, hat man beim Reiten auch. Und was wir dann noch dazu brauchen, ist einmal das Pad, ein Schaumgummi und den Voltigiergurt. Ja. Das ist relativ schwer. Ja. Prima. Genau, da muss immer so ein bisschen ein Stück auf dem Hals liegen. Man sagt immer so 20 cm, bis der Schaumgummi anfängt. Ja. Das ist dafür da, damit der Gurt nicht rutscht und einen sicheren Halt hat. Und schützt natürlich auch noch mal hier die Seite vom Pferd. Genau, so die Griffe nach vorne. Und wann genau hast du damals angefangen zu voltigieren? Ich war da 6 Jahre alt, habe dann quasi mein ganzes Leben schon voltigiert, bis ich dann 18 war. Mhm. Und dann habe ich den Trainerjob übernommen. Ah, okay. Genau. Also generell kann man anfangen, wenn man so im Grundschulalter ist. So, ich bandagiere jetzt noch, damit die Beine natürlich möglichst gut geschützt sind. Das ist natürlich auch beim Voltigieren wichtig, genauso wie bei uns beim Reiten. Ja. Also ich glaube, ich voltigiere jetzt schon seit über 5 Jahren oder so nicht mehr. Aber deswegen freue ich mich auch richtig darauf, weil ich glaube, ich konnte das damals gar nicht so schlecht und es macht natürlich auch mega Spaß. So, Lia, wir würden dann jetzt in die Halle gehen und dann würde ich das Pferd an Cordula übergeben. Okay. Die longiert gleich und dann gehen wir gleich zum Standpferd. Hallo. Hi. Dankeschön. Hi, das ist Maren. Die macht sich gerade schon mal ein bisschen warm. Die dehnt sich schon mal ein bisschen. Ja. Und damit würden wir jetzt auch anfangen. Okay. Wenn du magst. Ja. Dann könnten wir vielleicht eine Übung auf der Matte erst machen, bevor wir das dann gleich auf dem Standpferd machen. Und die kleine Bank kann Maren mal vormachen. Hier ist es ganz wichtig, dass 90 Grad in der Hüfte und in dem Unterschenkel und hier herrschen auch 90 Grad. Mhm. Der Bauch kannst du ein bisschen hochdrücken. Hier muss eine gerade Fläche, der Kopf ist hoch und die Ellbogen sind angelegt. Die Knie ein bisschen weiter nach vorne. Super, jetzt hast du nämlich 90 Grad hier. Schulter ein bisschen tiefer, Kopf hoch. Füße auflegen. So, Bauch zum Rücken drücken, kein Hohlkreuz. Ja. Also man muss echt schon auf sehr viel achten. Okay, jetzt würde ich Maren einfach mal auf Standpferd schicken und vielleicht kann sie ein paar Übungen vormachen und dann können wir dir gleich nachmachen zusammen. Mhm. Ja? Dann fasse ich bei ihr über dem Knie am Oberschenkel an. Dabei geht das äußere Bein nach oben und dann setzt du dich hin.
Und was kann ich machen? Ja, das waren jetzt schon schwierige Sachen, dass dann eher die Größeren und die Leistungsmannschaft machen. Aber wir fangen mal ein bisschen kleiner an und hoch. Sehr gut. Also damals habe ich natürlich auch so diese ganz basic Übungen gemacht, aber was für mich auch schon damals ein bisschen schwer ist, ist halt so ein Schulterstand dann oder eine Rolle auf dem Hals oder eben eine Rolle runter oder so, genau. Ja, super. Das war eine Rolle ab. Ja, genau. Cool. Okay, vielleicht jetzt mal einen Liegestütz. Schwingen, ja. Po hoch, Bauch anspannen, ja. Sehr gut. Und daraus ins Stehen, erst ins Knien und dann ins Stehen aufbauen. Ganz wichtig ist, dass man auf dem kompletten Fuß steht und nicht nur auf der Spitze oder auf der Hacke. Die Knie müssen etwas gebeugt sein, damit du den Schritt ausgleichen kannst. Ja, super, dann haben wir jetzt die Übung schon mal gemacht auf dem Standpferd und dann würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal auf Nena. Ja, dann frage an Cordula, dürfen wir hinlaufen? Okay, dann dürfen wir parallel zur Longe, wie das Pferd. Ich fasse wieder bei dir überm Knie an und dann darfst du mit der kleinen Bank beginnen. Füße aufdrücken, das ist immer so das Wichtigste, dass du die Füße aufdrückst. Weil damit machst du dir auch Halt. Sehr gut. Und jede Übung hält man immer 4 Schritte. Und dann die Mühle. Da führt ein Bein in einem Vierertakt. 1, 2, 3, 4. Auch so ein großer Unterschied zum Reiten. Füße sind bei uns Voltigierern gestreckt. Genau. Kannst du noch mal den Liegestütz machen? Füße einfach gestreckt, Po ein bisschen höher. Ja, Kopf guckt auf die Mähne. So, damit du eine lange Linie bist. Super. Vielleicht die Rolle ab? Ja. Super. Jetzt geht es direkt weiter mit den Übungen zu zweit. Der Partnergriff, ich fasse wieder an Knie an und hopp. Und wenn du dann sicher stehst, dann kannst du ein Bein rausführen zur Fahne. Das wird schon sehr im Gleichgewicht sein. Ja. Spannung, Arme strecken. Genau. Dann macht Maren den Umsteiger auf den Hals. Das rückwärts stehen. Das ist noch wackeliger. Ich glaube, hier kann ich nicht so einfach einen Sprung machen. Okay, das ist ja kein Problem. Dann hinknien. Super. Wenn du magst, probieren wir die Rolle runter. Ja. Ein Hopser und runter. Ja, super. Hat doch funktioniert. Ja, doch. Hat sie auch gut mitgemacht, die Nena. Ja. Das war echt super. Ja, ist halt wichtig, dass man das Pferd nicht als Sportgerät ansieht, sondern als den Partner. Sein Team, das Pferd steht immer im Mittelpunkt. Ja, das hat sie aber richtig toll gemacht. Sich auch einen dicken Lob verdient, ne?
Nena. Und reitest du die Nena dann auch mal Dressur oder macht das jemand anders? Also die hat nur dreimal die Woche voltigieren, ja, maximal, und den Rest wird sie geritten. Mhm. Und da kann man ganz verschiedene Sachen machen. Wir reiten ganz viel aus oder ja, Dressur. Springen geht es jetzt nicht, aber sie hat eine gute Abwechslung. Ja, gutes, ist schön. Wochensportprogramm. Also ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt auch nur relativ leichte Übungen gemacht. Ich hatte ja auch ein ganz braves Pferd und da kann man auf jeden Fall noch mal drauf aufbauen, wenn man das noch mal ein bisschen trainiert. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich das mal ausprobieren durfte. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, danke auch an dich, Nena. Du hast es ganz brav gemacht. Schön, dass du dabei warst. Hat uns auch sehr gefreut, dir einen kleinen Einblick in unseren Voltigier-Alltag zu geben. Ja, das sieht echt richtig cool aus und ich wünsche euch auch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin. Danke sehr. Dir bis auch. Dann. Ciao. Ciao. Ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass es mal wieder richtig viel Spaß gemacht hat, aber ich freue mich natürlich jetzt auch wieder in den richtigen Sattel zu steigen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon einmal voltigiert seid. Ich freue mich mega, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich noch weitere Videos schaut. Wir sehen uns demnächst. Tschüss!